und hat unsere Streak zerstört. Shut up, John. Hallo, Kartoffelfreunde. Und willkommen zu einer neuen Runde Beat the Streak. Heute, mit keinem Gesprächsthema. Ich habe einfach gedacht, komm, wir können mal wieder Beat the Streak aufnehmen. Und, das habe ich jetzt auch getan. Ich habe auch mal wieder Zeit zum Aufnehmen gefunden. Und die letzten am Wochenende kam mal wieder nur ein Video, leider. Und es tut mir leid, aber ich bin ein viel beschäftigter Mann. Ja. Es gibt nichts Großartiges zu erzählen. Ich weiß nicht, was unsere Killstreak letztes Mal war. Du bleibst da. Ich glaube, unsere Killstreak war letztes Mal 9 oder so. Und die versuchen wir natürlich im Insgesamten zu schlagen. Und ich bin auch ganz zuversichtlich. Weil irgendwie bin ich einfach mal der übelste Pro in Minecraft Syndicate Games. Ich schlage einfach alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. So, unser Kollege war noch nicht hier, das ist ganz gut. Es ist ja wieder mal die alte gewohnte Map Floating Island und ich gehe wieder meine Standardroute, was euch langsam auch bewusst sein sollte, aber ich denke mal, wir werden, what the fuck, das ist neu. Ich denke mal, wir werden bestimmt demnächst mal eine neue Map ausprobieren. Vielleicht auch heute schon, ich weiß es noch nicht, müssen wir mal gucken. So, wir haben 1 auf der 2. Du kommst ans Ende, du kommst dahin, dich ziehe ich an. Da 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 da. Da da da. So. Wo ist denn unser Kollege Helm, ganz ehrlich? Irgendwie. So. Habe ich wieder das Gefühl, der versteckt sich irgendwo. Ah, perfekt. So wie wir es kennen. Oh nein, wir sind nicht an. Na egal. Mit 4 Enderperlen werden wir, denke ich mal, auskommen. Na? Schärfe 1, lass das doch mal gut. So, ich glaube, ich gehe gleich nochmal den Weg hoch. Vielleicht ist er ja schon. Okay, aber ich glaube nicht, dass er die. Hat er die Enderperlen mitgenommen? Dann schauen wir mal. Ja, hat er. Scheiße. Dann müssen wir nach oben schnell, weil ich glaube, dann weiß er auch, wo die anderen Enderperlen sind. Aber er ist bestimmt nach rechts gegangen, während ich nach. Oh. Na, du Nudel? Wo ist er? Da. Lol. Gut, er hat uns nicht einmal getroffen. Oh doch, einmal hat er uns getroffen. Respekt, mein Freund. GG, wir haben jetzt eine Killstreak 10. 10 ist unsere Killstreak. Und ich finde, bei 10 kann man weitermachen. Ich denke einfach, da wird noch einiges rauszuholen sein. Pilzsuppe, war das nicht immer so die den haben wir wieder verscheucht mit unserem gruseligen Aussehen. Aber das wird ja kein Problem sein. Hier, wir haben jetzt hier ein neues Opfer, das Nasenbein 03. Ich denke mal, es ist eine Person mit einem sehr, sehr, mit einer sehr, sehr großen Nase. Ich glaube auch, der Junge hat 2000, nee, doch, wurde 2003 geboren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, was er von mir will. Und scheiße, er ist einfach nur gerusht! Und hat unsere Streak zerstört. Ich glaube, das war einfach das Zeichen, die Map mal zu ändern. Wir spielen jetzt diese neue Map hier. Und ich glaube, da ist eine Kiste. Ja, oh. Dass uns so ein hässlicher, elendiger Rusher getötet hat. Ich glaube, aber der hat auch ein bisschen hart gehittet, ne? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was der hier so alles, was das alles hier zu heißen hatte, ne? Ich glaube nicht, dass der so koscher war, der Junge. Aber mal gucken. Schauen wir mal, was hier alles so ist. Die Map kenne ich noch nicht. Die ist auch ganz neu auf dem Server. Die ist es jetzt früher, also. Früher. Das letzte, was ich gezockt habe, war die, noch nicht. Da.
Da war die einzige oder die ganz linke Map, die erste Map war Floating Island. Und ja, deswegen habe ich die wahrscheinlich auch als allererstes gespielt, weil die ganz links stand, aber die kenne ich auch aus den Let's Plays von Ungespielt. Da hat er gegen, war so um die Gamescom, da hat er mit gegen oder mit nicht, nee, mit gegen, ja, ich glaube gegen nicht Nilo gespielt. Und ja, da haben sie auf jeden Fall auch durchgängig diese Map gehabt. Und daher ist mir die wahrscheinlich im Gedächtnis geblieben. Du kannst weg und dich ziehen wir an. Aber die Map ist auch einfach geil, wenn man so, ich weiß nicht, ja, so eine die ist nicht groß und nicht klein. Wo ist der Hurensohn? Wie heißt der? Martinez 2001. Okay. Ich weiß gar nicht, warum sie alle eine Nummer in ihrem Namen haben. Wahrscheinlich, weil ihr Geburtsdatum noch nicht vergeben ist. Who knows? Who knows? No one will ever knows. So, ich will mal rüber zu dem guten alten Boat. Der gute alte Boat. Zack. Das Schiff sieht auf jeden Fall riesig aus. Na? Ist er hier irgendwo? Nee. Da wird bestimmt was zu holen sein. Ich hoffe nur nicht, dass er hier gespawnt ist oder so. Das wäre echt ungünstig. Warum sollte er hier spawnen? Okay, hier ist gar nichts. Da ist nichts. Kann man hier irgendwie runter? Hier ist nichts. Gut. Ach, hier ist eine Truhe. Mit nichts Großartigem drin. Oh Mann. Ich dachte, das Boot wäre so richtig spannend, aber dabei ist hier nur Scheiße drin. They call me R705, but it's Captain R to you. What the fuck? Du siehst behindert aus, Junge. Was ist los bei dir? Zack. Oh, nice. Eine Eisenbrust. Brust. Er hat Brust gesagt. Oh. Ich habe noch keine Enderperlentruhen gesehen bis jetzt. Vielleicht gibt's hier auch gar keine, ich weiß es nicht. Da oben ist Wetten, was? Also das Ding ist, diese Map ist schon wieder ein bisschen zu groß. Ich finde, hier geht's mehr darum, schneller gutes Equipment zu finden und als um PvP. Weil ich meine, bei den anderen Maps war bis jetzt ja nicht so ein Problem. Da, oder bei der anderen Map. Da waren ja bis jetzt nur kleine Map, kleine, ja, oh, da unten, toll, Marcel, super. Da war bis jetzt ja nichts, er war schon hier. Da war ja nichts Großartiges bis jetzt, wo ist er denn jetzt hingelaufen? Wenn er schon hier war. Da war nicht so groß, da war nicht so viel zu erkunden. Ich weiß nicht, eher so die, ich weiß nicht, ob eher so dieses Farm das Coole ist, oder eher, das Kämpfen. Ich weiß ja nicht. Weil wenn nicht das Farm eher so im Vordergrund stehen sollte, dann, naja. Auf der Map müsste ich mich dann, wie gesagt, noch einleben. Aber naja, das schauen wir dann mal später, ne? Oh Mann, eine 10er Killstreak, das macht mich gerade voll traurig. Ich war voll stolz drauf, 10. Das ist schon eine gute Zahl, ich meine, stell dir mal vor, 10 Wins hintereinander, das sind 10 Kills. Also das ist schon heftig. Naja, egal. Martinez, wo versteckst du dich? Ich antworte dir nicht, nein. Ich habe YouTuber-Fame. Ich brauche niemandem antworten, denn ich bin... Hier war auch schon... der coolste im Game. Okay. Zack. Zack, zack. Wenn man mal nach ganz oben keine Hilfe... Alter, nein. Ich hab nur eins. Was kriegst du nicht? Nö, nö. Nö, nö. Nö. Du kriegst mich nicht. Wieso rennt er weg? Wieso schon sag ich, du kriegst mich nicht? Ich krieg ihn wahrscheinlich nicht. Er kann von mir aus so lange weglaufen, wie er will. Ach ja, hier gibt's ja keinen Fallschaden. Fallschaden. Oh Mann, Junge.
lauf doch nicht weg. Bist du irgendwie eine Schwuchtel oder so? Nichts gegen Schwule. Ich sag das nur ab und zu so. Also nicht böse sein. Ach Junge. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Der leckt aber auch wie Hund, Alter. Was ist denn mit seiner Verbindung los? Oh, er leckt sich davon. Was will ich damit? Geh weg damit. Ich will deine Sachen nicht, du hässlicher Hund. Ich will dich töten. Oh, Junge. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Oh, Alter, diese Verfolgungsjagd, ne? Oh, Leute. Komm schon. Oh, warum läuft er denn so weit weg? Der, das ist doch nicht sein Ernst, Mann. Martinez, komm zu mir. Ich werde dir nichts tun, ich will nur kuscheln. Okay, warte, er geht jetzt wieder hoch, dann gehen wir von der Seite hier hoch. Ganz einfach, ich glaube auf dem Boot spawnt er, oder? Sieht nach Spawn aus. Wenn er jetzt mich von der anderen Seite... Oh oh, jetzt habe ich ein ungutes Gefühl. Also die Kisten sind wieder aufgefüllt. So, hier ist sein Spawn. Ja, es ist okay. Schneebälle. Oh, ein Bogen. Gut, das haben wir. So. Jetzt hat er auch ein Schwert, der gute Alte. Und tot. Nein. Stirb doch endlich. Du hast doch schon geblutet gerade. Warum stirbt er nicht? Ich weiß doch nicht, wie oft ich ihn getroffen habe. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Wow, super Masse. Lauf! Schwimm davon! Au. Nein, ich will jetzt nicht Der hatte kein Schwert. Kommt dann um die Ecke. Und fickt uns einfach. GG for the win? What the fuck, Junge? Ja gut, ich werde jetzt wohl anfangen, demnächst andere Maps zu spielen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Es war jetzt nicht so spannend, aber wird schon, oder? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder schlechte heißt, Unterhaltung und schlechte Kartoffelsalat. Whee!